Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Total War Attila mit den Weströmern. In der letzten Folge haben wir, ich weiß nicht, was wir getan haben, jetzt müssen wir diese Schlacht hier noch überleben. Das ist eins unserer Ziele. Wird lustig, da der Gegner echt mal drei Ballistari mit dabei hat. Dafür allerdings infanterietechnisch nichts. Es ist aber eine Hoffnung dabei, dass ich das noch irgendwie dann retten kann. Aber naja, gut. Hoffen wir einfach mal. Die Karte gefällt mir, die ist zu meinen Gunsten aufgebaut, das ist schon mal schön. Das ist nämlich so eine schöne offene Karte, wo es nur zwei Stellen gibt, wo man rein kann, ohne gegen eine Barrikade kämpfen zu müssen. Und genau an den Stellen kann ich meine Infanterie gut positionieren, ohne großartig Schaden zu erleiden. Finde ich gut. Finde ich sehr gut sogar. So, Infanterie hat ja auch schon mal nichts. Super, wunderschön, wunderbar. Ich muss euch heute schon leider vorwarnen, der Part heute wurde leider etwas kürzer. Ich habe nämlich noch was zu tun und hatte was zu tun, bin jetzt spät in der Nacht hier noch am Aufnehmen. Das freut meine Eltern natürlich nicht so. Aber, ja, ich wohne noch zu Hause, leider. Aber gut. Naja. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen leiser sprechen mit gedämpfter Stimme. Aber ich glaube, ihr versteht mich immer noch, wenn ich ein bisschen näher ans Mikrofon rangehe. Sollte das eigentlich noch reichen. So. Ah, das hat meinen Stuhl so blockiert. Hinter mir lag eine Decke auf dem Boden. Geht ja mal gar nicht. So, wir haben jetzt hier drei Pferdeinheiten, eine Infanterieeinheit, drei Fernkämpfer und einmal Artillerie. Das ist eigentlich im Bereich des Machbaren. Sollte ich schaffen können. Aber gut. Das ist immer so eine Sache, ey. Okay. So, hier erstmal schnell die Barrikade aufbauen. Dann stellen wir dich hier bitte hin. Stellen wir dich hier hin. Das ist voll bekloppt manchmal, wie die sich hier aufstellen dann. Aber gut. Stell dich also doch nach hier. In Schildkröte bitte. Ich behalte noch hier. Die stellen wir jetzt noch da. Zack. Ja, die Armee kommt von da, wie erwartet. Die stellen wir hier drüben rein. Du bist bereit. Schiff. Wo ist mein Schiff? Kannst du hier? Ja gut, kannst du wirklich nicht. Ist klar auch eigentlich. So. Geh mal hier ran bitte. So. Da drüben kommen sie. Die Fernkämpfer muss ich halt alle weghauen. So. Aufpassen. Gut. Ein Trupp Kaff kommt von da drüben rein. Die anderen gehen hier lang. Finde ich gut. Oh, da hat es schon. Fünf erwischt hier. Sechs erwischt sogar. Cool. Okay. Wir sind zu 100% in Schildkröte. Okay. Mal, wie er das jetzt hier machen möchte. Der kassiert natürlich jetzt hier nochmal ordentlich Feuer durch die Türme. Das machen die jetzt auch gleich, wenn sie hier ankommen. Der kann auch schießen, super. Finde ich gut. Finde ich gut. Der denn auch noch? Super, die erleiden also Verluste, sage ich nochmal. Ja, super. Okay, gut, da fallen natürlich jetzt ordentlich Männer hier. Bei denen finde ich auch gut. Super. Ach so, ja, okay. Genau. Mach das doch hier. Oh ja. Der erleidet Verluste hier. Der hat schon mal eben jetzt gerade ein Drittel seiner Einheit dort verloren. Finde ich gut. Und. Pang! Kaputt ist er. Oh, shit. Das ist meine Schuld. Habe ich nicht aufgepasst. Aber gut. Also noch eine Einheit irgendwo, oder? Da fehlen auch noch. Da sind sie. Super, okay. Gut. Mit Feuerbeschuss, bitte. Ah, bitte nicht. Bitte nicht. So. Die kriegt er nicht. Wo
Wurde aber schnell gedreht hier. So. Ich stelle es jetzt hier zwar auf, aber es reicht nicht mehr. Super. Shit, doch. Schnell weg hier. Bevor der schießt. Jetzt hier weiter feuern, bitte. Oh, das versucht er gerade. Okay. Kann er meinetwegen machen. Finde ich auch okay. Okay. Ja, die Feuerpfeile machen natürlich hier schon ein bisschen Schaden. Die Kraft ist angekommen. Oh, das Verlust der Litten, ey. Elf Mann, das ist nicht so schön. So, die wollen jetzt hier drüben die Barrikade zerschießen, wie ich sehe. Okay. Jetzt kommt der General hier drüben auch noch bald, oder? Der schießt von hinten jetzt wirklich auf seine, auf die Einheiten auf? Wirklich? Okay. Der eine Mann hier, oder wie? Los, schieß! Wirklich, echt. Der macht das hier. Okay, gut. Die Artillerie ist tot. Da müssen wir hin. Hier rauf mit euch, bitte. Macht die fertig. Du kannst mal genau das Schießen aktivieren jetzt hier. Vielleicht können wir noch mehr Pferde killen, vielleicht. Das sind ja noch die Kundschafter hier. Super. Immerhin schon 21 Pferde hast du gekriegt. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt kriegen wir die hier hinten auch noch. Die Barrikade werden sie auch nicht mehr kriegen. Okay. Feuerpfeile brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt fliegt das schwere Geschoss. Da hat man zu noch auf den hier. Der Feind hat seine Einheiten versammelt. Was? Wo? Ach, die Pferde natürlich. Okay. Gut, aber die kommen auch nicht mehr. Super. Dem ist jetzt auch egal. Der kriegt uns hier auch nicht mehr. Bang. Super. Die werden sterben hier. Super. Perfekt. Okay. Die Pferde zieht raus hier. Mal sehen, was er damit macht. Okay, macht nichts. Finde ich gut. Zerschieß einfach mal die Palatinerwache hier, bitte. Okay, du bist frisch. Die sind erschöpft. Das ist auch sehr gut für uns. Ich schicke mich jetzt hier rum, runter. Super. Du machst die mir hier noch fertig weiter. Finde ich gut. Mach weiter so. Ja. Töte sie. Finde ich gut so. Und einfach nur schlachten hier. Los. Wird schon. Naja, die kommt natürlich zurück hier. So, na, kriegst du dann auch Kills schon? Ja, fast gar nichts. Okay. Geht immer bitte hier jetzt hin. Oh, der fliegt schon vorher, finde ich gut. So, dann warten wir die nochmal kurz, bitte. Wir schicken auch nicht weiter. Die Infanterie knackt das hier schon noch weitestgehend. Wie sind da noch drin? 7. Dann schaffen jetzt noch schnell den da hinten, bitte. Du marschierst bitte nur. Muss reichen. Vom Timing her. Super, hätte schon ordentlich einstecken müssen hier. Aber immerhin 43 Kills. Damit bin ich noch zufrieden. So. Schafft ihr die da hinten bitte? Jetzt spüren wir ein bisschen vor. Okay. Bis hierhin können wir rennen. Super, die hat er sich geschnappt jetzt hier. Perfekt. Schafft ihr die mal bitte? Dann geht es jetzt mit offener Formation auf die da los. Dann können wir danach in den Rücken reingehen werden hier. Ui. Machst du noch mal Kills hier sogar? Boah! Alter! Hat er das mit einer Salve gemacht gerade? Hat er das mit einer Salve geschossen hier? Ach du Scheiße. Okay. So. Schnappt sie euch.
So, ich spule mal vor. Ich will die Einheit noch tot sehen, damit ich weiß, der General ist tot. Er lebt nämlich noch. Da müsste er sein hier. Ja, diesem Silberschild, also Silberhelm dort. Na? Willst du mir auch mal frecken hier? Dass sie den einfach nicht klein kriegen hier. Oh, jetzt ist er weg, oder? Doch, hier ist er noch, da mit dem Cape. Na? Er freckt wohl nicht. Der lebt immer noch. Erstaunlich. Den letzten 14 Mal ist er noch. Jetzt müsste er langsam frecken hier. 10 Mal Leben noch. Ja, jetzt langsam geht's den Bach runter. Super. Perfekt. Perfekt. Na? Ist es der General auch, der übrig geblieben ist hier? Ja, anscheinend war das der. Jetzt ist er tot und das heißt Sieg für uns. Ja, Sieg! Geschafft. Ja, die Einbar des Tari da mit der einen Salbe richtig reingehauen hier. Frontal auf mein General. Pff, alle tot. Wirklich 40 Mann fast. War schon. Pff, echt eine Hausmarke. Tja, das ist schon bitter mit so einem Armbrustschützen. Das muss man denen wohl lassen, das ist der Spätantike. Das sind böse Waffen. Naja. 686 Verluste, 4 verbleibend. Ist ja nicht viel übrig geblieben. Das sind doch nur Pferde. Und vielleicht ein Ballistari. Also immerhin ist die Rebellion jetzt niedergeschlagen. Das ist das, worum es mir eigentlich auch ging. Darum ging es mir im Endeffekt. Dass die endlich weg sind. Ja, genau. Darum ging es mir. Gnaeus Balbus. Die Namen werden aber auch immer lustiger. Also warum zwei Klänge sind noch cool. Und jetzt Gnaeus Balbus. Also Faustus Scipio klingt noch ganz cool. Oh, ist ein Scipione. Ui. Auch cool. Schön, dass es die auch noch gibt. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Schön, dass es die auch noch gibt. Okay. So, zack. Und nochmal rein damit. Perfekt. Okay. Krieger übernehmen. Oh, und die Runde ist vorbei. Super. Ja, das ist jetzt das Problem. Wir haben unseren General verloren. Loyalität 2. Nehmen wir lieber dich jetzt hier. Oh shit. Du bist des Todes. In der Position. Dafür brauchst du auch nicht mehr den Gewaltmarsch. Ich will stündliche Wachgänge. Ach, fuck, ey. Zu euren Diensten. Ja, wir haben ein paar Legionäre noch behalten, aber gut. Ah, Flotte zieht sich zurück hier. Wo ist die Flotte? Hier. Ich habe mich für einen Namen entschieden, Leute. Und zwar benennen wir sie um nach dem Namen Classis 3 Fischficker des Todes. Nein, das passt nicht. Da muss ich hier vorne wohl Classis wegnehmen. Okay. Ich wollte es eigentlich noch behalten. Die fand ich geil. So. Fischficker des Todes. Ist ein geiler Spitzname. Überlegt euch auch mal einen. Für andere Armeen. Warte mal. Wie wollen wir jetzt die nächste Armee nennen? Suchen wir uns mal eine aus hier. Genau. Legio 1 Audiotrix. Brauchen einen neuen Namen, überlegt euch was. Ich will da was Cooles, Kreatives sehen, wie Fischficker des Todes. Das war einfach ein geiler Name. einfach nur ein geiler Name. Wirklich mal ehrlich, der ist doch cool. Gut, lasst euch was einfallen, was schön Kreatives. Ich habe gesagt, der Part wird heute leider ein bisschen kürzer. Das heißt, er ist jetzt vorbei. Wir hatten noch eine schöne Schlacht und wir schauen mal, wie es weiterläuft. Stimmt, hier. Irgendwie. Hier, die wollten Puppenstart von mir werden, da war doch irgendwas. Seid willkommen. Eure Worte werden auf ein aufmerksames Publikum treffen. Ja, das habe ich einfach nur missachtet, kann man sagen. Oh, für 2000 muss ich immer noch machen. 3000 auch. 4000 auch. Oh, nutzen wir mal schnell aus hier. Alter. Die haben Geld. Okay.
Damit? Ah, mehr als 10.000 darf ich nicht einfordern, okay. Finde ich aber auch gut. Finde ich sehr, sehr gut. Wollte mir einfach so Geld geben. Schade. Hätte ja sein können. Die scheint wirklich sehr stark zu sein. Das ist jetzt noch. Boah. Ich habe 13.000 Dinare, Leute. Was will man mehr? Und den kompletten Überblick über den Osten. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Eine Sache noch. Wir schicken dich mal hier hoch, bitte. 13.000, Leute. Ich kann so viel damit jetzt reformieren hier. Mit dieser Finanzspritze. Ah, okay. Die Alanen sind hier. Sonst befindet sich hier nichts weiter. Dann können wir auch rübergehen nach Virunum. Und hier Stellung beziehen. Gegen die Quaden. Alter, Leute. Das ist Gold wert. Wirklich. Also, geil. Das ist eine richtig heftige Finanzspritze. Apropos Finanzspritze. Gott segne uns mit geschickten Zungen, damit wir durch gute Gespräche zu einer Einigung gelangen. Was soll ich machen? Immer noch moderat. Niedrig. Krieg beitreten gegen haben wir nicht mehr. Doch, da. Machen wir erstmal so. Schade. Warten wir mal, mit den Asien hatten wir dort Handelsabkommen. Nö, die wollten wir jetzt nicht handeln. Wir bieten es ihnen an. Nochmal. Nö, wollen sie nicht. Okay. Dann bieten wir denen nochmal den Krieg an. Durch die Oströmer. Seid willkommen. Lasst uns reden und guten römischen Wein genießen, wenn wir uns geeinigt haben. Finden sie schön. Wollen sie immer noch machen. Moderat, 2300. Super. Noch mehr Geld. Geht doch. So muss es laufen. Oh, ich biete mir jetzt meinen Handel an. Perfekt. Super, cool. So muss das laufen, Leute. So muss das laufen. Finde ich sehr schön. Wir haben jetzt 15.000 Dinare. Bekommen 3.000 pro Runde. Ah, dadurch, dass unser Puppenstaat geworden ist, wahrscheinlich. Geben sie jetzt regelmäßig noch so viel ab, dass sie dann. Cool. Dafür wollen sie halt dann auch unsere Unterstützung haben. Biet müsst ihr nochmal an hier. Bei unserem guten Namen seid willkommen und sprecht. Schade. Ich werde euren Worten auf. Aber immerhin, wir können jetzt so viel machen, Leute. Mit dem Geld. Egal. Stoff für die nächste Folge. Ich freue mich drauf, das ganze Geld mit euch zu verpulvern. Damit können wir so viel aufbauen. Da müssen wir jetzt genau überlegen, was wir machen. Ey, es sind. Alter. Es sind 15.000 Dinare. Der Hammer. Das ist der Hammer. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Damit können wir wirklich eine Menge hochputschen. Hochpushen. Okay. Ich möchte noch nicht zu viele teure Gebäude kaufen. Das ist so ein Problem eigentlich. Na gut. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mal eure Meinung rein. Wie gesagt, vergesst nicht den Namen der Legio Audiotrix. Audiotrix, so ist richtig. Da will ich noch eure Meinung sehen und eure Vorschläge. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.